Es ist früh am Morgen und der Günther sitzt am Morgentisch. Es ist schon recht spät, er sollte eigentlich arbeiten. Er wird ein bisschen ungeduldig und ruft seiner Frau, der Rosi. Schatzi, ich sollte doch arbeiten. Hast du mir nicht noch schnell einen Kaffee? Aber so ein feines Gipfel würde ich jetzt auch noch nehmen. Hey, wo bist du auch? Ja, ich komme ja. Ich habe nur noch Red Bull gefunden. Ist das auch gut? Ja, Red Bull. Das ist super zu morgen. Da. Ja, nur. Ja, da kann ich wenigstens unterwegs nicht. Ich bin eh schon zu spät. Hey, also, ich tschüss. Muss, gell? Tschüss, tschüss. Das Zeug holen da. Ja. Ja, schon wieder zu spät. Nach einer Umarmung macht sich der Günther auf den Weg, zum zu arbeiten. Und die Rosi stürzt sich auch schon in die Arbeit. Hat er wieder nicht aufgeräumt. Die Pinken liegen nur um, die Zeitung hat er liegen lassen. Das ist immer das Gleiche. Ja, fangen wir mal an. Die Rosi, sie hat einen strengen Tag. Und der Günther, der hat auch, der hat streng auf der Arbeit. Sie kochen, sie putzen, sie machen den Haushalt. Und der Günther, auf dem Heimweg, hat da plötzlich eine riesige Idee. Ich kaufe noch Blumen. Die kann ich ja selber pflücken. Oh nein, da hat es gerade einen guten Strauß. Ja, ja, den nehmen wir mit. Voller Stolz kommt er heim. Und als er die heim ist, geht er langsam zur Tür rein. Hoi, Schatz! Hoi! Schau mal! Oh nein! Strauß! Was so süß von dir! Selber pflückt, ja. Danke! Vom Gärtner. Ja, natürlich. Hätte ich gerne. Kann ich gerne einstellen? Ja, sonst lampen sie dann gleich. Ja, so gut. Oh, so Freude. Die Rosi hat eine riesige Freude. Nichts hat sie lieber als Geschenkli. So schön. Und wo sie es eingestellt hat, geht sie wieder kochen. Und der Günther, der ist froh, dass er nach seinem langen Tag endlich ein Heftchen nehmen und vor dem Fernseher sitzen kann. Ja, nicht einmal so Unihockey-Heftchen für ihn. Aber die Rosi hat eigentlich auch schon den ganzen Tag gearbeitet. Und irgendwann hat sie das Gefühl, jetzt sollte sie ihm doch mal etwas sagen. Ja, hoi, Schatzi. Ja, ja. Ja, was machst du schön? So etwas am Lesen. Ja, ja. Bei Rania ja. Chur ist Meister geworden. Ja. Ja, ja. Du, ja, weißt, ich hätte auch den ganzen Tag schon gearbeitet und geputzt und gekocht. Und wie du, ich auch du. Ja, könntest du mir da noch ein bisschen helfen? Was? Das ist schon noch viel. Helfen? Nein, jetzt habe ich geschafft. Den ganzen Tag Geld heimgebracht, jetzt sollte ich die auch noch arbeiten. Ja, Messi, denn du. Ich kann den ganzen Tag arbeiten. Es entwickelt sich langsam ein bisschen ein Konflikt, aber der Günther will es nicht eskalieren lassen. Und darum denkt er, ach komm, ich mache noch etwas. Ja, liebst du mich etwa nicht mehr? Was? Natürlich! Ja, natürlich! Ja, natürlich! Ja. Was soll ich denn noch machen, hä? Ja, es gibt schon ein paar Sachen. Den Staub saugen, den Rasenmähen. Ja, ich fange nur Wald dort. Ja, den Rasenmähen. Ja. Sollt man noch Glühbirne machen? Ja, da habe ich schon lange gesagt. Du, da könntest du auch endlich. Ja, also komm, ich fange mit der an, ja. Ja, ich hole dir. Hast du noch einen? Ich nehme da mal ein Leiterli. Hör mal. Ja, dem Sack rein. Ach, muss ich noch suchen. Oh, Glühbirne wechseln. Hab ich gefunden! Ja, Messi, du. Jedes Mal putzt es mir rein, du. Ja, so schön, dass du jetzt da machst. Ja. Dann haben wir wieder Licht. Ja, ja. Danke. Ja. Ja, Schatz, was ist los? Ja, jetzt tut sie wieder. Es geht wieder so schön. Ja, Glück, du. Ah, du bist so gut, du hast technische Sachen einfach im Griff. Ja. 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 Und froh, habe ich so einen guten. Ich sehe dich wieder mal so richtig, hä? Ja. Siehst super schön hübsch aus, ja, muss ich sagen. Okay. Ja, außer die Beine hättest du wieder mal können rasieren, ja. Die Rosi und der Günther sind beide vollen Lobes. Und da hat der Günther einfach eine riesige Idee, was wir heute Abend noch machen können. Du. Ja. Wenn wir nicht an die Fürstelle, wo wir uns kennengelernt haben. Das ist immer so romantisch. Und heute Abend, bei dem schönen Wetter,
Das wäre doch etwas, oder? So schön, die Idee, die du da hast. Gell? Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Also, gehen wir doch mal da. Komm, das Fleisch mit das ist gut, ja. Ja, super Sache da. Sie packen alles, Fleisch, Brot und Holz und alles, was zum Grillieren braucht, und steigen ins Auto ein. Aber wo der Günther den Zündschlüssel umdreht, was ist los? Weiss nicht, geht der gar nicht. Wieder, dann probier's nochmal. Ja, wenn wir jetzt in die Werkstatt, oder? Ja, ich liege mal drunter da. Der Günther kann das selber flicken. Und er liegt sofort unter das Auto. Aber die Rosi, sie will ihm helfen. Aber sie weiss nicht recht wie. Ja. Hast du mal noch den Schlitzschraubenzieher, bitte? Der Schlitzschraubenzieher. Der hat so einen Schlitz. Ja, gib dir mal ein paar Sachen. Ich weiß nicht, was. Ja, was ist jetzt da wieder für Zeugs, du? Ja, komm, ich nehme da.